Ahoi Kapitäne und herzlich willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Heute mal mit einem ganz besonderen Schätzchen für euch. Die Nassau, das Tier 3 Schlachtschiff, was es ja derzeit wieder gibt, für 4000 Dublonen. Und ja, ich muss sagen, warum besonderes Schätzchen? Also das Schiff, das bockt schon echt. Das macht richtig, richtig Spaß. Ich hatte sie mir damals nicht erspielt, also ich habe sie jetzt auch erst seit Montag, habe sie von Wargaming in den Hafen gestellt bekommen. Dafür nochmal ein dickes, fettes Dankeschön. Aber ich muss sagen, ich hätte sie mir auch selber geholt. Also die 4000 Dublonen, die hätte ich dann tatsächlich investiert. Ja, für alle, die sie noch nicht haben und vielleicht überlegen, sich dieses Schiff zu holen, holt sie euch. Also vertraut mir da, holt sie euch. Jetzt wird der ein oder andere vielleicht von euch sagen, ja, Tier 3, was soll ich mit einem Tier 3 Schlachtschiff? Aber glaubt mir, dieses Schiff, die bockt so sehr. Ihr werdet so geile Runden mit dem Schiff haben. Die macht so viel Spaß. Holt sie euch. Ja, ich will gar nicht so weit auf die Geschichte eingehen. Das hatte ich in dem Vorstellungsvideo schon gemacht. Den Link dazu packe ich euch in die Beschreibung. Also wer Interesse an der Geschichte der Nassau hat, der kann sich das erste Video dazu anschauen. Heute habe ich euch einfach nur eine spaßige Runde mitgebracht, um euch zu zeigen, wie stark die Nassau eigentlich ist. Und was das Schöne bei der Nassau ist, sie verzeiht auch den ein oder anderen Fehler. Achtet mal in der Runde da drauf. Also ich baue da so viel Bockmist in der Runde. Ich krache in die Insel rein, komme da nicht mehr weg, hänge da am Felsen fest. Werd von gegnerischen Torpedos getroffen und trotzdem kommt dann am Ende so eine Runde raus. Und da seht ihr, wie stark die Nassau ist. Was macht die Nassau noch so stark? Natürlich ihre Secondary. Ihr seht sie hier. Die ist ringsrum bestückt mit einer richtig geilen Secondary. Auch nach vorne, zur Seite, auch hier nach hinten. Also ihr seid nach allen Seiten gut gewappnet gegen Zerstörer. Also ihr seid bestens bewaffnet und ihr könnt fast nach allen Seiten schießen. Das ist auch bei der Nassau geil. Aufgrund der Turmanordnung, ihr seht es da, die hat eine ganz besondere Turmanordnung. Und ja, ein Turm ist immer ready zum Feuern. Das ist das Besondere bei der Nassau. Und sie ist auch für ein deutsches Schlachtschiff sehr präzise. Und das gefällt mir auch sehr gut bei der Nassau. Also ein Schiff, die bockt richtig. Wer überlegt, sie sich zu holen, holt sie euch. Und ja, das ist so ein richtiges Tier 3 Funboot, muss ich sagen. Und ja, ich bin auch Fan dieser Tropentarnung. Die gibt es ja mit dem Skin hier. Also wen der Skin jetzt nicht gefällt, den könnt ihr auch runter machen. Aber ich finde den jetzt gar nicht mal so schlecht, so aufdringlich. Ich bin auch ein Fan der deutschen Tropentarnung. Dieses Weiß und dieses, ja, was ist es? Dunkel, ja, braun, beige. Dieses Beige da, das nennt sich Tropentarnung. Das hatten die deutschen Schiffe damals, als sie da in der Südsee unterwegs waren. Ich hoffe ja, wir bekommen eine Emden rein in der Tropentarnung. Das wäre auch mal richtig nice. Ja, aber ich schweife schon wieder ab, meine Freunde. Schaut euch das Gefecht an und dann seht ihr, wie geil die Nassau ist. Da ist eine richtig geile Runde bei rausgekommen. Auch wenn ich ein bisschen Bockmist gemacht habe in der Runde. Trotzdem dann so eine Runde mit der Nassau. Also auch für Anfänger ein richtig, richtig gutes Schiff, um so die Grundmechaniken im Spiel zu lernen. Schaut euch die Runde an. Ich sag vorher euch immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Und wir hören uns im nächsten Video. Also viel Spaß mit der geilen Runde in der Nassau. Viel Spaß. Tschüssi. Lass uns mal rein in die Olga. So ein dickes, fettes Schiff, die Nassau. Alter. Ah, hübsches Schiff. Bin so ein Fan von der Tropentarnung von den Deutschen. Das sieht so geil aus. So, wo fahren wir denn hin? Richtung nirgendwo. Also die Weitsicht schon von alleine von den ganzen Karten gefällt mir schon eh und je. Das ist alles viel zu nah. Die Karten sind nicht original groß.
Ich kann es nicht hören. Dann sollen sie WoW Blitz spielen, dann sind sie auf dem Handy, dann ist es noch kleiner. Ich habe das schon mal geschrieben, du kannst es wirklich nicht jeden recht machen. Wirklich. Eine Gruppe macht es recht, ja, freuen sich und andere Gruppe... Ja. Ist halt scheiße, was willst du machen? Ich bin offen. Da, Phoenix. Feuer! Erstmal richtig reingehauen da. Jawohl, 2800 hab ich da gedrückt. Ja, Kansas. Alter, ist die genau. Zu. Ist die genau. Hammer, bam, bam, bam. Arkansas dreht dir ein, Sven. Die fährt gleich, glaube ich, bei dir Breitseite. Ich gehe aber erstmal auf die. Oh, hier Zerstörer. Er haut mir sofort den Turm kaputt. Die Arkansas schießt auf dich, ne? Ich auch auf sie. Ja, die hat dich im Visier. Sven. Sie hat dich im Visier. Den Zerstörer haben wir schon verloren. Dreh mal. Guck mal wieder zu, welche Schreiben denn da die ganze Zeit. Die Phoenix. Ach, die Phoenix hat die Torps, ja, ne? Wer? Die Phoenix. Ich hab nur noch einen Hauptturm vorne. Ach Gott. Scheiße. Ja, mein Turm ist geplatzt vorne. Jetzt sag ich, Scheiße. Kann das sein, dass die anfällig ist? Nee, eigentlich nicht. Naja, ich habe ja noch zwei hier vorne. Ah, Phoenix fährt mich an. Warum hat die... Warum kümmert sich um die keiner? Brauch ja Hilfe, Phoenix. Ach, ja, ich bin tot. Das war's. Ja, das war's. Ja. Ja, für mich auch. Das war wieder schlecht. Das war jetzt wieder sehr schlecht, weil wir wieder alle. Die Clemson, wie viele Torpedos hat die? Weiß ich nicht. Ja, ich fress Torps. Und ich hänge auf. Ach Gott. Gegnerischer Kreuzer zerstört. Jetzt. Ich hänge an der Insel, jetzt top ich die Clemson hier wahrscheinlich. Ja, die werde ich jetzt gerade, die beschieße ich gerade. Komm mal von der Insel nicht mehr weg. Hänge fest. Ja. Das haben wir irgendwie dumm gelöst. Ja. Das haben wir verkackt! Aber Turm kaputt bei der Clemson. Oh, glaubst du, ich komm von der Insel nicht mehr weg, Willi. Ich hänge komplett fest. So. Ich komme nicht mehr weg. Ich komme nicht mehr weg. Ey. Ich fahr mal vorwärts. Hey, ich bin tot. Uff. Oh, Schiff, fahr doch, Mann!
jetzt frisst er eine volle Breitseite weiter von dem. Ich komme von dem Felsen nicht mehr weg. Oh, jetzt. Schiff. Auch hier ist noch eine Bogatür. Ah, noch. Von der muss ich ja weg, die da Torps. Die hat auch Torpedos. Aber ich habe, glaube ich, noch einen Zerstörer rausgenommen, glaube ich, ne? Kann das sein? Also jetzt was habe ich denn jetzt hinter mir? Eine Svetlana. Ach du Scheiße. Ah, oh, zieht da auf die Svetlana. Haha, daneben, daneben, daneben. Nein! Oh! Daneben getobt. Komm, Secondary. Jawohl. Svetlana auch noch weg. So, da ist eine Gang gut. Ist nur noch die Gang gut, Willi. Boah, schöne Runde. Schöne Runde in der Nassau. Ah, das Ding ist böse. Das Ding ist echt böse. Also Willi, wenn wir die in der Doppelrunde hätten, die ist echt böse, das Ding. Hm. So. Ich kann mich nochmal heilen. Ich bin offen. Oh! Oh! Jetzt habe ich ja voll gepennt. Oh, oh, oh! Ich habe gepennt, Willi! Ich habe geschlafen. Ja, ja. Ja, schön. Ballert aber auch los, ey. Ja, mir gefällt die auch. Die hat eine gute Secondary auch. Ja, Nassau ist richtig gut. Die ist ja schön präzise. Na, willst du mich rammen, Kollege, oder was? Kannst du machen. Hier wird nicht gerammt. Wenn du da den Hipper dann drauf hast... Nee, ich hab den Kilerks drauf. Ja, genau. Ist besser für die. Hast du richtig, ja. Dann haut der, dann rotzt der richtig viel, viel Secondary raus. Vor allem die Nachladezeit ist auch ziemlich schnell bei denen. Guck dir mal, was die... Was die boah, zieht da, jawohl, hier. Junge, geht aber ab jetzt hier, das Schiff. Komm, Gänse Secondary, Feuer. Ja! Was ein schönes Gefecht. 96.000. Jetzt muss ich nochmal auf die Endabrechnung gucken. Und das mit einem Dreier, Willi. Mit einem Dreier. Ja. Ich habe 45.000 Schaden. Annehmen. So, jetzt gucken wir mal. 96.800. Drei Schiffe zerstört. 40 Zieltreffer. Dreadnought. Nahkampfexperte Großkaliber. Ja. Zweiter im Team. Oh, unser Phoenix war gut dabei hier. Ah, Nassau ist ein feines Schiff. Ein feines Schiffchen. Ich bin wenigstens nicht letzter. So. Sehr schönes Ründchen. Aber wir